Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Auf YouTube hat Simon von The Hermit's Cave uns gefragt, welches unsere fünf Lieblings-Lenormand-Kartendecks sind. Und da möchte ich gleich mal auf Platz 5 anfangen. Ganz schnell einfach sagen: Hier, das ist das Ur-Lenormand-Kartendeck. Das ist ein Reprint der Originalkarten von 1799. Aus dem Britischen Museum in London. Das ist das älteste noch bekannte Lenormand-Kartendeck. Und ja, ich liebe es halt, weil es ist zwar groß, aber ich mache oft meistens nur drei Karten Legung und von daher ganz selten mal Neuner. Und das große Tableau, das ist mir einfach zu viel Arbeit. So viel Zeit und Energie habe ich nicht momentan da, mir das große Tableau zu legen. Und ich finde halt dieses, ja wirklich, die Gestaltung auf den Punkt gebracht. Achso, und dann haben wir hier noch das deutsche Kartendeck und das französische Spielkartendeck dazu. Das war ja auch so ein, wie so, wie nennt man das, Schlange- und Leiterspiel, kann man daraus legen, indem man die Karten dann der richtigen Nummerierung folgend auslegen kann, als Würfelspiel. Und wie gesagt, die Gestaltung und wie gesagt, dieses antik-historische Design, das finde ich trotzdem sehr ansprechend. Und ich hatte auch überlegt, ob ich das beschneide, aber momentan gefällt es mir auch so ganz gut. Da ist jemand mal auf dem Kopf. Ja, das wäre das Erste. Dann als viertes Deck auf Platz 4 ist Fairy Tale Lenormand von die Gestaltung von Lisa Hunt und die Autorin ist Arvin Lynch. Kommt in einer Metallbox und das ist halt Märchen, das Thema. Hat ein kleines Büchlein, wo jede Karte bezeichnet wird. Dann bei den Signifikatorkarten, den Personenkarten, kann man da zwei verschiedene Versionen, wenn man natürlich nicht findet auf Anhieb. Na, wo sind sie denn? Ganz zum Schluss wahrscheinlich, ja. Ganz, nee. Wo ist denn einer? Also hier sind die zwei Herren. Und wo ist denn die Dame? Da. Ich habe mich für diese Märchenmotive, für ein asiatisches Märchen und Aschenbrödel entschieden. Oder man kann das dann ja halt dann, wenn zwei Frauen oder zwei Männer gerne die Karten gelegt haben möchten, dann nennt man das, aber ich habe jetzt die beiden im Spiel und die Rückseiten sehen so aus mit einem Schlüsselloch und ich finde das eigentlich ganz niedlich gestaltet und halt immer Anlehnung hier wieder Kürbis, der Verzauberte von Dornröschen, nee, Aschenbrödel, Entschuldigung, Froschkönig bei Lilien. Wolken, dann ist das steht dann im Buch, in dem kleinen Heftchen, um welche Märchen es dann immer manchmal geht. Ja, und wie gesagt, alles wunderschön gestaltet mit dem Thema von Märchen. Dann Nummer 3 ist bei mir das keltische Lenormand. Das habe ich jetzt zum Beispiel den ganzen Sommer über verwendet. Oder, ja, so
weil es stark ist. Das Ganze kommt in ein. Hatte ich auch schon ein Walkthrough gemacht, eine Vorstellung mit Büchlein. Und diese Karten, finde ich, sind von Will Worthington gestaltet. Und ich habe die Ränder, achso, die da gibt es noch zusätzliche verschiedene Karten. Und so, diese hier. Also ziemlich viele zusätzliche Karten, wo man zwischen zwei Versionen aussuchen kann. Zum Beispiel gibt es zwei Schlangen, für die man sich entscheiden kann. Die habe ich immer für die helle Sommerzeit. Und diese hier jetzt habe ich eingetauscht für die dunkle Jahreszeit. Dann haben wir noch bei den Personenkarten noch zwei verschiedene Frauen. Turm, Lilie. Dann auch bei den Reitern gibt es sogar noch verschiedene. Auch hier jetzt zum Beispiel beim Baum. Entschuldigung, dass ich entgegenkomme. Da mache ich das auch immer so. Frühjahr, Sommer kommt dieser auf ins Deck. Und im Winter, zur Weihnachtszeit, im Winter mit dem Ilex. Finde ich immer passend. Und auch und bei den Vögeln zum Beispiel, hier, da gibt es sogar drei Varianten. Da mache ich es so, dass hier dies für den Frühling ist, dann im Sommer die Hühner und Herbst-Winter kommen bei mir die Eulen. Finde ich wunderschön, dass also man da so viel Auswahl hat. Hier sind die zwei verschiedenen Männer und da gibt es sogar dann für Katzenliebhaber dann die Möglichkeit, anstatt einen Hund und Katze. Oder man kann natürlich auch beides reintun. Und dann sein eigenes Ding machen. Obwohl hier finde ich es ein bisschen schwierig, weil die Karte ja auch Freundschaft und Loyalität und so weiter beinhaltet. Und eine Katze doch vom Charakter ganz andere Wesenszüge zeigt. Da würde ich sie sogar eventuell zusätzlich und nicht anstatt. Weil das doch irgendwie vom Charakter doch anders ist. Und auch jetzt hier zum Beispiel noch das Kind hat auch noch zwei Varianten. Und da ich Hühner liebe, nehme ich immer gerne das Huhn. Das Mädchen mit dem Huhn. Ja, das war das keltische Minomo. Dann kommen wir auf Platz 2 von Skullgarden, The Seeker's Lenormo. Wie bei Skullgarden eigentlich üblich, kommt das einfach in einer Fallschachtel, ohne irgendwelche Anleitungen, kein Buch oder sowas. Das ist rein intuitiv oder man geht davon aus, dass man einfach andere Literatur hinzufügt, die sind wunderschön gestaltet. Der Künstler, der Swartz, der hat eine Charakteristika, dass er nur auf Holzplatten malt. Und ich habe zuerst mit dem, ich dachte, oh, ich mag seine Kunst, das ist ein Deck, das brauche ich unbedingt als Lenormand. So viele Lenormand-Decks gibt es ja nicht auf dem Markt, wie jetzt bei Tarot- und Orakelkarten. Und da habe ich gesagt, prima, das passt. Und das erste Mal, als ich es angeschaut habe, wurde ich gar nicht so warm mit. Da fremdelte ich ein bisschen. Und auch hier mit dem Hund hatte ich so meine Probleme. Wobei ich jetzt mittlerweile sage, nein, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil es wird zwar hier nicht der Hund abgebildet, aber sein Halsband. Sprich, der Hund hat kein Halsband mehr, es ist nur noch das Halsband da. Der Hund steht ja auch für das Lunare.
Und damit kann ich leben. Der Hund läuft jetzt gerade ohne Halsband frei rum. Finde ich gut. So, und momentan arbeite ich jetzt gerade mit diesem Kartendeck und bekomme da wunderschöne Legungen raus. Also, habe ich wieder mal alles durcheinander hier. Also, ich finde dies wunderschön fantasievoll gestaltet. Man kann auch sofort immer eigentlich erkennen, was es ist. Also da würde man dann so drauf kommen. Das ist genial mit dem Kind als Ei im Nest. Und dann wieder charakteristisch, wo einige vielleicht so ein paar Probleme haben mit so diesen Wesen, die dann mehrere Extremitäten, Köpfe oder Augen haben. Na, schon wieder über. Eieiei, da habe ich jetzt wirklich das. Naja, gut. Aber anyway, das ist. Das auf Platz 2. Und wie gesagt, wer das schon gesehen hat, mein Review, weiß, dass es ist und bleibt immer noch meine Nummer 1 von den Lenormand-Kartendecks. Das ist der Enchanted Lenormand Oracle von Kathleen Matthews. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen romantisch, verspielt, aber für mich ist das, also ich finde es einfach großartig. Machen wir mal andersrum, damit das Deck nicht das in Schatten. Na, hier haben wir den Sarg. Einige bemängeln, dass da zu viel los ist auf den Karten, ist verwirrt und so, aber ich finde, das ist immer für mich ist es ganz klar zu erkennen, wie so durch eine Wahrsagerkugel, durch einen Kristall, finde ich wunderschön. Da ist alles drauf, was man braucht, die Nummer, die Karte, Kartenentsprechung, ja, und das Motiv. Das wirklich verzaubernd, wie der Name schon sagt. Ja, das waren meine Top 5 von den Lenormand-Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen.